Willkommen zurück zu den Resten von Graumor, beziehungsweise etwas Besonderes im Graumor DC. Wir haben die Hauptstory mehr oder weniger durchgespielt. Eishacken in den Straßen von Einsamkeit? Wie weit ist unser Jahrtum? Eishacken in den ja, wie auch immer. So, wir sind auf dem Weg zum örtlichen Stall und einen zum Wegpunkt, weil ich noch einmal Geschwindigkeit level möchte und nachbegeben, dass nach Graumor da fehlen mir anscheinend noch, ich zitiere, da fehlen dir aber noch ordentlich Quests in der Schwarzweide. Und deswegen wollen wir da hin. Wir haben gerade mit allen möglichen Leuten auf der großen Trauerfeier geredet. Sonst gibt es immer so Siegesfeiern am Ende von DLCs. In diesem Fall ist es eine Trauerfeier. Was eigentlich auch angemessener ist, weil meistens sterben ja doch recht viele Leute im Zusammenhang mit diesen ganzen DLCs. Und das ist halt irgendwie... Müsst ihr wohl? Hallo. Also ich nehme an, noch so drei DLCs und ich habe dann tatsächlich mal das komplett durchgelevelt, ne? Das Geschwindigkeitszeug, das ist mein Pferd tatsächlich mal durch. Kann ich vielleicht doch mal... Ich würde gerade mit Alt springen, weil in Gothic 3 und in jedem Gothic-Spiel springen, ob Alt ist. Das ist ja so, was die dämliche Taste ist. Aber man gewöhnt sich hier dran. Na gut, wir reisen jetzt zur Schwarzweite und wir müssen nämlich hier noch eine Quest... Wir müssen hier auf jeden Fall das hier noch machen, das geht wahrscheinlich am schnellsten. Und wir geben erstmal die Quest bei Ingrid, den Dingsfunks ab. Das ist die ändert nicht diese Quest, das ist nur so eine dämliche, wir haben hier irgendwelches Zeug gefunden. Aber die bietet mir einen guten Grund, nochmal kurz nach Dämmerdorf zu reisen. Dämmerdorf selbst ist halt, es gibt halt irgendwie so wenig Gründe, so Städte tatsächlich zu bereisen, ne? So in MMOs, wenn man sich da nicht gerade trifft. Na gut. Also ich sehe zumindest keinen, nicht besonders viel Gründe, um welchen Städten rumzuhängen. So, und rein nochmal in die Tiefen hier und gucken uns das mal an. Wenn die noch was Schönes rausholen können. Das ist auch bei Ingrid. Nach gucken wir uns mal diesen Dungeon an. Hätten sie noch Gramstamm? Ich dachte, wir hätten jetzt den Hahn abgedreht, aber. Anscheinend sind die Leute immer noch aktiv. Ist Gramsturm noch sehr. Aber die Alternative. Oh, die erste Möglichkeit und drüber. Ja, das ist. Also, lieber Zuschauer, in der zweiten Zukunft, heute war der 9.8.2020, das war echt warm. Oder ist immer noch. Und wird nicht besser. Und irgendwie bin ich die ganze Zeit immer so müde in letzter Zeit wegen der Wärme. Ihr schon wieder? Habt ihr es auf mich abgesehen oder was? Dann wärst du schon tot und würdest das nicht mehr bemerken. Ich hab noch eine Erzprobe gefunden. Rela ist tot? Bei Ismirs Eingeweihten. Er war ein guter Arbeiter, auch wenn er eine Echse war. Ich dachte, er würde mal eine Pause beim Erzsuchen machen. Ein paar alte Schulden von sich abbezahlen. Pech für ihn. Ich nehme die Proben der Echse und bezahle euch für euren Ärger. Na gut, hier sind deine Proben übrigens. Gut genug. Man könnte meinen, die Echse... Ich meine, Rela wäre nicht umsonst gestorben. Dieser Satz Proben sieht vielversprechend aus. Hier ist euer Gold. Hoffentlich findet ihr nicht noch mehr von meinen Minenarbeitern. Davon ist auszugehen. Diese sakonische Rüstung ist die Belohnung für das Aufschwung zurückbringen vom Bergbogen-Quest abschließen. Geht weiter, Kameradin. Keine Zeit. Gibt's hier unten eigentlich eine Bank? Fällt mir gerade so ein in Dämmerdorf. Nee, war. Oder? Aber mir fällt gerade eigentlich, ich lege ja mal so Großamt auf den Himmelsrand. Also die waren das anscheinend jetzt alle. Weil ich gebe. Komm, quietsch meine Tastatur. Was zur Hölle? Meine Tastatur sollte nicht quietschen. Trotzdem quietscht hier das ja. Also es ist die Tab-Taste, die. Nicht Tab, sondern die Umschalttaste zum Rennen, die hier quietscht. Schrecklich. Nun gut, wir begeben uns auf jeden Fall zum nächstbesten Verlies und da könnt ihr mal wieder überfallen, wie ich versuche, den Wilmer-Namen auszusprechen. Wir gehen nach Chundkarst. Nunchundkarst. Wieso auf jeden Fall? Minzuleft. Das ist. Wahrscheinlich gibt es da irgendwelche tollen Ausspracheregeln für die Wilmer-Dinger und das ist alles total einfach. Und ich stelle mich aber nur an. Ich meine, alle anderen NPCs können das ja auch, ne? Heimatzwillig Dingsbums. So weit drinne, also nicht so nah am Dorf sind rein Falmer rum. Deswegen ist auch nicht, wie ich an diese Dingens hier reinkriegen soll, ne? Bricht dann Bitterklinge? Oder doch? Was? Warum kann ich das Ding jetzt finden? Ich bin hier. Ich habe doch dieses Dings letztes Mal 20 Mal gesucht, oder nicht? Oder ist das jetzt hier wie so. Ach, das ist wieder ein Backbobble, ne? Meisterin Bitterklinge, ihr habt mich angehört, damit ich einen diskreten Blick auf eure Geschäfte in Dämmerdorf werfe, insbesondere auf den Ingfred, der Großgewachsene. In den letzten Wochen habe ich den dummen Ork gespielt und an seiner Seite gearbeitet. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass er euch zum Narren hält. Diese Woche entsandte er mich, damit ich einen neuen Standort auf eine Mine begutachte, im Folgenden eine Liste der Ärzte, die ich zurückbrachte. Ich empfehle euch, meine Liste genau mit den Ergebnissen abzugleichen, die er euch liefert. Es würde mich sehr wundern, wenn sie identisch wären, sofern er sie überhaupt angibt. Ich habe nun wohl genug Fakten gesammelt. Ihr könnt eure eigene Entscheidung treffen. Gambots, Ergebnis des Gutachtens, Galatite.
Gambolsberg bewohnen? Achso. Soll ich damit jetzt auch zu Ingrid oder habe ich jetzt die Wahl? Nö, ich gebe wieder zu Ingrid. Okay, das war anscheinend die nächste Erzprobe. Aber die habe ich da letztes Mal nicht gefunden, wo ich hier war. Das ist viel komisch. Ich bin mir fast sicher, dass ich da jetzt mal rübergelaufen bin. Ich habe das Ding gesucht, weil es wird mir ja auf der Karte angezeigt. Frost, ist das hier unten ein Frostroll? Ich hätte die Schwarzwälder eigentlich für relativ gemäßigt gehalten, so von der Temperatur her. Weil der... Die ganzen Pilze und hier, die hier wachsen. Und weil da hinten ist ja auch Lava. Sieht halt irgendwie eher warm aus als andere, ne? Oder? Das machen vielleicht auch das, macht vielleicht auch das gelbe Licht der Dümerkristalle, aber trotzdem. Ich stand doch hier schon mal vor der Tür und bin irgendwie nicht reingegangen oder nicht reingekommen. Breitzorn hat ein Indrik als ein Geister-Indrik als Reittier. Cool eigentlich. Tja. Guten Tag. Ach, Kirit! Oh, die Warnungsbrüder sind wieder da. Schneeklingpirscher, das ist das. All diese Gefangenen im Weißrosengefängnis, die in den Wahnsinn getrieben wurden. Manchmal muss man die Dinge eben genau abwägen. War es nicht das, wo die nicht raus konnten, weil sie sonst irgendwie ihre Seele verloren haben? Das ist, wo hat sie denn ihren Bruder gelassen? Wie sind die eigentlich aus der Stadt der Urwecker entkommen? Sieh an, sieh an, sieh an. Seht nur, was der Guarda angeschleppt hat. Was treibt ihr überhaupt hier unten? Wisst ihr was? Streich die Frage. Wir unterhalten uns später. Rainor hat darauf bestanden, in einen weiteren Schlamassel hineinzugeraten. Und wir könnten eure Hilfe brauchen. Wie zur Hölle sind die aus der Stadt der Urwerke entkommen? Ich dachte, das ist mehr wie ein Ort ohne Wiederkehr, wenn man nicht über exzeptionelle Macht verfügt. Und das sah bis jetzt noch nicht so aus, als würde man irgendwie wegkommen. Na, was hat denn die Macht? Rainor und ich wurden vom örtlichen Bergbaukonsortium angeheuert, um einen roten Karst, dieses örtliche Dwemer-Gewölbe, zu untersuchen. Rainor sprang sofort darauf an und meinte irgendwie, dass dieser Ort die Geheimnisse der Dwemer-Tonalarchitektur offenbaren würde. Doch das ist all den Ärger nicht wert. Tonalarchitektur? Warum? Alles hier stimmt nicht. Beben, seltsame Kreaturen, verrückte Leute und Dinge, die nicht hier unten sein sollten. Ich habe Rainor gesagt, dass wir umdrehen müssen. Aber er lief einfach rein, während ich das Schlimmste abwehrte. Könntet ihr vielleicht nach ihm sehen? Ja, ja, ich werde ihn mal suchen. Danke. Man kann nicht sagen, was dort drin ist. Und so wie ich Rainor kenne, wandert er prompt in das falsche Ende einer Klinge hinein, während er damit beschäftigt ist, sich Notizen zu machen. Ich treffe euch drin, sobald ich mich vergewissert habe, dass sich hier draußen nicht noch etwas an uns anschleichen will. Ja, aber vorher habe ich noch grundlegende Fragen. Wie zum Beispiel, kannst du ihn auch nochmal aussprechen? Ein Rutenkarst. Was für ein Wort, oder? Ich frage mich manchmal, ob der wahre Grund für das Verschwinden der Dwemer darin liegt, dass sie erstickt sind, weil sie beim Aussprechen ihrer Namen die eigenen Zungen verschluckt haben. Ja, das ist recht wahrscheinlich. Und was machst du hier? Ach, ihr wisst schon, das Übliche. In Verliesen vagabundieren, dem Tod trotzen und die Langeweile abwehren, indem man immer wieder das eigene Leben aufs Spiel setzt. Ihr kommt zur verdammt richtigen Zeit. Kann ich alle Optionen nehmen? Ich habe was dieses, Kiel von den Abenteuer. Ich dachte, unsere Zeit der Stadt der Uhrwerke. Das war wirklich was, hm? Ich bin nur froh, dass die Weit für uns nach Hause gebracht hat, wie wir es vereinbart hatten. Man hat ja nicht jeden Tag die Gelegenheit, den lebenden Göttern zu helfen. Ihr solltet hören, wie Rainor davon erzählt. Als wenn er seine Nase nicht schon hoch genug tragen würde. Dyvat 4 ist ein Leben. Also, das ist die Wunden von Dyvat 4 zurückgebracht. Den Fall würde ich mich hier gerade fragen, weil die Normalsterblichen kommen aus der Stadt der Urwerke nicht raus. Was ich übrigens ziemlich gemein finde, dass man aus dieser dummen Stadt der Urwerke nicht mehr rauskommt. Na, guck mal, aber hier, ich war zwischendurch in Sommersend und habe irgendwie Dinge getan. Na gut, ich weiß ja, dass wir Freunde sind und so, aber das soll ich doch nicht wirklich glauben, oder? Das Erklimmen des Kristallturms? Ein Treffen mit dem Psitschik-Orden? Lasst mich raten. Ihr habt einen dädrischen Fürsten im Armdrücken besiegt? Fürstin, aber ja. Außerdem war ich noch ein Alzweier. Ich habe ein paar Gerüchte über Drachensichtungen gehört, doch ich war mir nicht sicher, wie wahr sie sind. Das klingt ehrlich gesagt schauerlich. Habt ihr wenigstens irgendwelche Andenken? Ich war noch nie in Alzweier. Keine Dwemer-Ruinen, wisst ihr? Nicht viele Forschungsanlässe für mich. Ja, ärgerlich. Denn gut, das ist Rutenkarst. Leiche? Ein Beweis für unser Problem. Es gibt eine Gruppe von Plünderern, die versuchen, diesen Ort auszurauben. Wahrscheinlich kommen sie aus der Minenstadt in der Nähe. Sie waren zwar leicht loszuwerden, doch die anderen Dinge hier bereiten mir Sorgen. Plünderer aus der Minenstadt? Was? Seltsame Kreaturen, die nicht hierher gehören. Sie sprangen uns an der Tür an, doch es war seltsam.
Es wirkte fast, als wären sie binnen eines Wimpernschlags auf dieser Daseinsebene gelandet. Es gab einen hellen Lichtblitz und dann tauchten sie wie aus dem Nichts auf und griffen an. Das klingt ja wie schon wieder fast interessant, ne? Nun gut, dann wollen wir uns hier mal... Wo ist denn hier der... Ach hier. Nun, Cast, offenes Fenster. Ich bin sehr gespannt, was wir hier finden. Bei unserer Exkursion rund um Dämmerdorf sind wir auf die Dämmerruinen von Nunten Kars gestoßen. Während sich Claudina recht sicher ist, nichts Übernatürliches würde die Ruine heimsuchen, haben uns die merkwürdigen metallischen Geräusche aus dem Inneren beide verunsichert. Bestenfalls bleibt man den Ort fein. Pere Pero Garten, Dämmerett geredet. Ja. Kommt sie mit? Nö. Okay, wir müssen anscheinend alleine abholen. Oder steht er gleich da vorne rum? Das wäre ein bisschen tragisch, wenn er jetzt nach all dieser Zeit sterben würde, ne? Ja, wahrscheinlich. Was ist das schon wieder? Kennen wir die Elektrowerfer schon? Also er lebt anscheinend noch, er hat noch 15.000 Lebenspunkte. Das ist schon mal gut. Obwohl, hier haben wir schon Leichen 15.000 Lebenspunkte gesehen. Das sagt eigentlich gar nichts aus. Hallo, Rena. Grüß dich. Was? Ach, bleib zurück! Was macht der mit diesen Astro-Dingsbums da? Oh, das sieht ja witzig aus. Oh, ihr seid es. Schön, euch zu sehen, meine Freundin. Ihr habt ein ziemliches Talent dafür, zu den passendsten Zeitpunkten aufzutauchen. Wusstet ihr das? Der Sprecher. Ist jetzt schon wieder Jasper? Ah, der Serena hatte doch vorher einen anderen Sprecher, oder? Das ist irgendwie anders als vorher. Na gut, Schwester. Sie macht sich Gedanken, dass dieses Gewölbe ein zu großes Risiko darstellen könnte. Doch ich kann einfach all die möglichen Entdeckungen hier nicht ignorieren. Außerdem schaffen wir ein paar Plünderer schon. Ich muss gestehen, es gab noch zusätzliche Merkwürdigkeiten, aber welche Dwemer-Ruine hat denn solche Herausforderungen nicht? Na gut, das ist glaube ich nicht der Jasper-Sprecher. Weil klang erst ein bisschen wie der Jasper-Sprecher, nur in höher. Naja, was soll's. Merkwürdigkeiten? Neben den Plünderern erwarten uns auch ein paar seltsame Widersacher. Die meisten wirken ziemlich durcheinander und verwirrt, sind aber trotzdem auf einen Kampf aus. Wenn ihr den Weg für uns freimachen könntet, macht sich Kiret keine Gedanken mehr. Und ich kann das tun, was ich am besten kann. Na gut, dann mache ich mal den Weg frei. Habt ihr seinen neuen Bogen gesehen? Der muss ihn ordentlich was gekostet haben. Was? Der neue Bogen, ja. Gut, das sieht hier schon wieder nach dem Bein. Oh, sind Server hier. Die Klingenpursche. Wo kommt die denn jetzt zweimal? Also, ich muss hier. Und jetzt kommen die Dwemer-Roboter. Jetzt kommen die Dwemer-Roboter angeschossen. Jetzt? Nachdem ich hier mich gerade lang und breit bemüht habe. Werden sie gegenseitig an? Oder reparieren sie sich? Achso, das ist ja ein Gruppendungeon, ne? Das würde auch erklären, warum ich so viel Gegner rumrenne. Oh, was ist das hier? Fackel das ab! Nein, mich nicht abfackeln. Ich habe nicht so viel Resistenz gegen Feuer. Das schätze ich nicht. Was ist denn das hier? Ja. 34 Gold, jawohl. Trotzdem, was ist denn das? Was ist das? Das kenne ich noch nicht. Ach, scheiße. Achso, das ist ein Salamander. Bringen die mir gerade. Lieber Typ mit Schwertmann, würdest du bitte nicht wegrennen? Meine AOEs haben nicht unendlich viel Reichweite. Und wenn du mit deinen Nahkampfwaffen wegrennst, habe ich ein Problem hier auf Dauer. Ich war halt gerade im Hintergrund. Kontrollraum. Was sind das hier eigentlich? Sind hier realistisch schaffbar? Bleib bei mir. Oho, was ist das für eine unglaubliche Maschine? Es ist eine Lampe. Wartet, hört ihr das? Dort vorn ist jemand. Ja. Die knuffigen Salamander? Total knuffig. Nicht so flauschig. Thaddeus Cosma? Kennen wir den? Oh, das ist aber... Oh, da ist die Bubble. Aber die ist hier noch nicht fertig, oder? Thaddeus Cosma. Ihr! Oh, natürlich seid ihr das. Es hätte nicht einfach irgendjemand anders sein können, oder? Nein, das musste ich sein. Das hängt davon ab. Welches Jahr haben wir? Nein, wartet, sagt nichts. Es gibt an diesem Ort schon genug temporale Instabilität. Mein Name ist Thaddeus Cosma und ich bin ein Mitglied der... Wisst ihr was? Das ist jetzt nicht wichtig. Dieses Gerät hingegen ist es.
Wer ist für ein Gerät? Eine Erklärung wäre zu kompliziert. Seht ihr diese Schriftrolle dort auf diesem Vorsprung? Das ist eine Liste der Komponenten, die ihr und eure Freunde aufspüren müsst. Wenn ich dieses Gerät nicht repariere, werden Zeit- und Raumverzerrungen diesen Ort in Stücke reißen. Zusammen mit uns allen. Ist es jetzt die Lore-Erklärung, warum die Schwarzweide komplett anders aussieht? Nein, ich gucke, was zu tun ist. Kann ich dir nicht weitere Erklärungen geben? Die Liste auf dem Sims. Nehmt sie. Ich schwöre, sie ist wichtig. Es sei denn, die Zeit hat sich schon wieder verlagert. Ich sage es euch, es ist wirklich mühsam, bei diesen Reisen irgendetwas bei sich zu behalten. Aber er hat eine komplette Dreamer-Rüstung an, ne? Von wann ist er? Die Osteilliste. Schaltkreis Halbschale 2. Diese Komponenten sind nötig, damit der Resonanzkursonator während der Tonzyklierung das Gleichgewicht halten kann. Ersatzteil spezielle Maschinenzahnräder findet ihr an einem automatischen Dreamer-Reparaturknoten, sofern sie nicht bereits von reparaturbedürftigen Konstrukten verwendet werden. Dreamersche Fokussierglas. Bestimmte Geräusche erzeugen das Licht, bestimmte Licht erzeugt Geräusche. Zerbrecht nicht die Linsen oder die Kristalle im Fokussierglas. Räumliche Verzerrungen. Das würde diese Beben erklären. Räumliche Verzerrungen? Irgendetwas passiert. Kiret, was ist los? Hä? Kiret? Kiret! Oh. Oh. Nun, das ist bedauerlich. Was? Falls ihr eure Gefährten retten wollt, dann findet diese Komponenten, die ich aufgelistet habe. Doch seid vorsichtig. Die Verzerrungen bringen alle möglichen sonderbaren Kreaturen aus ganz Tamriel und darüber hinaus an genau diesen Punkt. Seid auf alles gefasst. Und ich meine alles. Bist ja fast so, als wäre mir hier so ein kleiner Diamant beinahe entgangen, ne? Mit diesem Dungeon hier. Und wo sind die jetzt hin? Oder wann? In der Tat. Wo? Ich schätze, sie könnten wirklich überall sein. In der meretischen Ära, der fernen Zukunft, am Beginn der Schöpfung. Macht euch darüber keine Gedanken. Stattdessen konzentrieren wir uns darauf, wie wir sie zurückbringen, wenn sie nicht schon verstorben sind. Wie? Dieses Dwemer-Gerät instand zu setzen, sollte die Zeit wieder richtig ausrichten und alles und jeden an den richtigen Ort zurückbringen. Theoretisch. Deshalb brauche ich diese Komponenten. Angesichts der unglücklichen Umstände obliegt die Verantwortung für ihre Bergung nun euch. Dass die ja in der Zukunft sein können, ist übrigens total beunruhigend, weil das würde ja bedeuten, dass die Zukunft schon komplett ausgeschrieben ist und dass daran nichts mehr zu verändern ist. Weil das, so wie ich das bis jetzt immer verstanden habe, ist das Elder Scrolls Lore halt so, dass das halt irgendwie die großen Weltereignisse, es gibt da schon so ein bisschen, also es gibt da so einen Fahrplan, man kann da auch noch was rumkritteln, aber so die kleinen Sachen sind da noch nicht ausgewürfelt. Aber um in die Zukunft zu reisen, müsste ja eigentlich schon alles ausgewürfelt sein, oder? Na gut, wo sind die Dinger? Weitere Fragen? Ich hatte fast vergessen, was für ein neugieriges Wesen ihr seid. Ich kann nur mit Sicherheit sagen, dass ihr es wissen werdet, sobald ihr sie seht. Jetzt beeilt euch. Ich bleibe hier und halte das Gerät stabil, solange ich kann. Toll. Welches Gerät genau meint er eigentlich? Diesen großen Hebel hier oder das, die Bubble da vorne? Weil hier steht ja nicht direkt was. Na gut, es dauert anscheinend hier alles ein bisschen länger. Na gut, mehr dazu beim nächsten Mal.